Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 8 und zum Thema Comparator. Das Thema Comparator kommt nicht explizit auf Übungsblatt 8 vor, ist aber eine wichtige Abrundung der beiden vorkommenden Themen Generics und Collections. Comparator ist einfach ein Interface mit einem Typparameter, also ein generisches Interface mit einem Typparameter. Und Sie sehen hier ein erstes Beispiel, wo wir eine Klasse davon ableiten. Diese Klasse ist selber generisch mit dem Typparameter T dann. Aber wir haben uns hier entschieden, nicht jeden beliebigen Typparameter T zuzulassen, sondern nur Number und alles, was von Number abgeleitet ist. Und das Interface Comparator hat eine Methode Compare. Das ist eine funktionale Methode mit zwei Parametern vom generischen Typparameter und liefert ihn zurück. Und die Logik ist die, wir vergleichen diese beiden Parameter T1 und T2, klein T1 und klein T2. Und wenn, je nachdem, ob der eine vor dem anderen kommt oder nach dem anderen kommt oder beide als gleich anzusehen sind, kommt entweder positive, negative Zahl oder 0 heraus. Warum ich das so komisch sage, mit vorher kommt oder hinterher kommt und nicht einfach kleiner oder größer sage, das wird dann deutlich werden, weil wir nicht nur Beispiele sehen, die mit Zahlen zu tun haben. Aber erstmal bleiben wir bei Zahlen. Diese Methode Compare für diese Klasse, die wir auf der letzten Folie kurz angedeutet hatten, kann zum Beispiel so aussehen, dass wir eben genau vergleichen, ob der erste Parameter kleiner als der zweite Parameter ist, dann, das ist eine allgemeine Konvention in Java, an die sich auch alle Klassen in der Java Standard Bibliothek halten, an die wir uns dann tunlichst auch halten sollten. Bei einer solchen Methode Compare, wo zwei Parameter miteinander verglichen werden und wo ein Int herauskommt, sollte ein negativer Wert herauskommen, wenn der erste Parameter vor dem zweiten Parameter kommt, also bei Zahlen kleiner ist. Es sollte ein positiver Wert herauskommen, wenn es umgekehrt ist. Und wenn beide gleich sind, dann sollte 0 herauskommen. Und so können wir da jetzt MyNumberComparator auf Number und alle Subtypen von Number eingeschränkt ist, können wir eben entsprechend instanziieren. So, und dann so können wir das zum Beispiel nutzen. Wir wissen, dass eigentlich hier ein Wert kleiner 0 bei dem Aufruf der Methode Compare herauskommen sollte. Und das können wir dann ja einfach mal abtesten, ob da das rauskommt, was wir erwarten, oder etwas Unerwartetes herauskommt. So, jetzt ein erstes kleines Beispiel, was zeigt, was so alles möglich ist an Baukastenprinzip, um komplexere Comparator aus einfachen zu bauen. Das hatten wir auch schon zum Beispiel bei Funktionen und bei Prädikaten. Das gibt es auch bei Vergleichern, so wie hier. Ein einfaches Beispiel ist, wir bauen hier einen umgedrehten Zahlenvergleicher, der unseren eben gebauten Zahlenvergleicher bekommt und einfach die Logik davon umdreht. Ja. T1, T2 haben jetzt hier beim Aufruf von Compare die umgekehrte Reihenfolge. Das heißt also, jetzt verstehen wir die Zahlen absteigend geordnet, nicht aufsteigend geordnet. Das ist jetzt die Bedeutung vom Rückgabewert. Das heißt also, wann die Rückgabe negativ, wann sie positiv ist, das ist gerade umgedreht. Das kann man auch noch einen Schritt weiter treiben, nämlich, dass wir hier in einem Konstruktor erst einmal einen beliebigen Comparator von einem beliebigen generischen Typparameter haben, also völlig allgemein, allgemeiner geht es gar nicht, und dass die Methode Compare einfach die Logik umdreht. Also zum Beispiel, wenn wir hier Strings haben und die Telefonbuchordnung wird durch diesen Comparator, der hier im Konstruktor übergeben wird, realisiert, dann realisiert dieser Comparator hier, My Reverse Comparator, mit Hilfe dieses Comparators die umgekehrte Telefonbuchordnung, nicht von A bis Z, sondern stattdessen von Z bis A. Und das ist natürlich nur ein Beispiel. Jede mögliche Umkehrung einer solchen Reihenfolge ist genauso gut möglich. Wir haben einmal diese Klasse My Reverse Comparator geschrieben und brauchen das nie wieder irgendwas zu schreiben, brauchen nur zu instanziieren, um für jeden möglichen Comparator auf der Welt
hier einfach durch Einsetzen, hier durch Übergabe im Konstruktor dann den umgedrehten Comparator zu haben. So, als nicht numerisches Beispiel, also wir lösen uns jetzt von den Zahlen, nehmen wir eine Klasse Student, die so die Stammdaten von Studierenden hat, hat natürlich in der Realität ein bisschen mehr als nur Nachname, Vorname und Matrikelnummer. Uns reicht das hier, um zu sehen, was wir hier sehen wollen. Also diese drei Attribute würde man wahrscheinlich normalerweise private definieren, diese drei Attribute. Aber darauf kommt es uns jetzt nicht an. Das ist jetzt hier zu Illustrationszwecken nur hinderlich. Also nehmen wir die Public, um die Sache einfach, um den Code einfacher zu gestalten. Aber behalten natürlich im Hinterkopf, eigentlich ist das nicht das, was man tun sollte. So, jetzt nehmen wir uns einen ersten Comparator auf dieser Klasse Student her, der also zwei Studierende hernimmt, wo die Methode zwei Studierende bekommt und die miteinander vergleicht. Der Sinn ist jetzt zu zeigen, erstens, dass man eben nicht nur auf Zahlen Vergleiche anstellen kann und zweitens zu zeigen, dass man auch unterschiedliche Vergleiche anstellen kann. Haben wir schon gehabt bei Zahlen, indem wir die Reihenfolge umgedreht haben, statt von unten nach oben, von klein nach groß, eben von groß nach klein. Es war jetzt nicht so ein besonders tiefsinniges Beispiel. Dieses Beispiel ist sehr viel realitätsnäher und damit auch illustrativer, denke ich. So, erstes Beispiel für einen Comparator auf der Klasse Student vergleicht Studierende nach Telefonbuchordnung auf dem Namen. Das heißt, und zwar nur auf den Namen jetzt, nichts weiter. Also keine, man könnte natürlich noch daran denken, wenn zwei Studierende gleichen Nachnamen, gleichen Vornamen haben, dann geht es halt weiter, keine Ahnung, mit Adresse, Postleitzahl oder irgendwas, haben wir alles nicht. Wenn zwei Studierende den gleichen Nachnamen und den gleichen Vornamen haben, dann können dieser Comparator die beiden nicht voneinander unterscheiden. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt dabei. Wir können durchaus Comparator bauen, die nicht so trennscharf sind, wie die Realität eigentlich ist, wenn das für die Zwecke ausreicht, für die wir diesen Comparator nutzen wollen, spricht auch nichts dagegen. So, kommen wir also jetzt konkret zu dieser Folie. Die Klasse String hat eine Methode compareTo, die den String, mit dem die Methode aufgerufen wird, und den Parameter, der auch vom Typ String ist, miteinander vergleicht, nach derselben Logik, negativ, positiv oder null, je nachdem, wie die beiden Strings sich in lexikografischer Reihenfolge, das heißt also in Telefonbuchordnung, zueinander verhalten. So, und hier sehen Sie in diesen drei Zeilen dann das implementiert, wie eben Namen sortiert werden, wie eben dass der eine vor dem anderen kommt, nämlich es werden die Nachnamen miteinander verglichen. Wenn die identisch sind, die Nachnamen, dann sind es die Vornamen, die jetzt die Reihenfolge entscheiden. Und wenn die Nachnamen nicht identisch sind, dann sind wir hier in der dritten Zeile, dann entscheiden halt die Nachnamen über die Reihenfolge. Und Sie sehen hier, wir brauchen gar nicht jetzt noch mit positiv, negativ oder null an dieser Stelle oder an dieser Stelle herumhantieren, weil wir uns eben an die Konvention gehalten haben, an die sich auch compareTo hält, nämlich, dass wir genau dann etwas Negatives zurückliefern, wenn alle anderen Methoden compare oder compareTo in der Standardbibliothek und von allen vernünftigen Softwareentwicklern eben was Negatives zurückliefern und so weiter. So, um zu zeigen, dass wir eben jetzt verschiedene Comparators auf derselben Klasse Student definieren können, nehmen wir jetzt einen zweiten Vergleicher, der jetzt zwei Studierende nicht nach Namen vergleicht, sondern nach Matrikelnummer. Das ist dann so ähnlich, wie wir das eben gesehen haben, mit den Number Comparator. Ja, nur, dass eben nicht die Parameter selber miteinander verglichen werden, waren bei Number Parameter ja Zahlen im Prinzip, also Wrapper-Objekte, sondern wir müssen dann noch jeweils auf das Attribut Matrikelnummer zugreifen, um den Vergleich zu machen. In der numerischen Mathematik, wo es eben
vor allem mit gebrochenen Zahlen gerechnet wird, ist es häufig wichtig, dass wir den Vergleich, wir können keinen Vergleich auf wirklich einen Test auf Gleichheit macht keinen Sinn bei Datentypen wie Double. Das hatten wir auch schon mal diskutiert in einem anderen Video, weil durch numerische Berechnungen es durchaus sein kann, dass zwei Zahlen, zwei Double-Werte, die von der mathematischen Logik her gleich sind, doch sich ein ganz klein wenig voneinander unterscheiden, weil eben die Arithmetik auf einem Rechner nicht unendlich genau ist, wie eigentlich die Arithmetik der reellen Zahlen benötigen würde. Und dafür haben wir, dafür gibt es dann Absolutfehler und auch relativen Fehler in der numerischen Mathematik, damit wird da eine ganze Menge gemacht. Wir konzentrieren uns hier illustrativ auf den Absolutfehler, nämlich zwei Double-Werte sollen als gleich angesehen werden, wenn sie sich nur um ein Epsilon absolut voneinander unterscheiden. Beim relativen Fehler würde man dann noch durch die Größenordnung von x1, x2 teilen. Beim absoluten Fehler ist es einfach das. Und das heißt also, wenn x1 und x2 sich nur um maximal Epsilon voneinander unterscheiden, dann kommt 0 heraus, und nur wenn sie sich um mehr als Epsilon voneinander unterscheiden, dann kommt ein Wert ungleich 0 heraus, positiv oder negativ, je nachdem eben in welcher Reihenfolge die beiden sind.